So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe wieder mal was vorbereitet für euch, denn wir wollen heute den ersten und letzten Community Raid mit Ho-Oh machen. Dafür gehen wir hier wieder auf YouTube, da habe ich den Community Raid gepostet, wie immer. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das machen wir immer so. Ich muss mir nur hier jetzt irgendwo eine Ablage suchen und wenn ich jetzt hier auf Sortierung gehe, nach Neueste zuerst, kann ich das nämlich schön sehen, wer sich zuerst eingetragen hat und wer danach. Wir haben zum Beispiel The Tiger King, hat ein Herz bekommen, No Knock ist da, Fabi, Uhuwe, Givi Keiler, Raid Boss, Paula, Jonas Pfe, Urinalbecken, Sarina, Matzekin. Dann sind die 10 auch schon voll gewesen. Tut mir also leid an Austria, Chilsen, Tivatiso, Schmelle, Pokémon Sucht, die schreibt einfach, bin dabei wie immer. Kein Trainername, kein Trainercode. Dann, nachdem ich schon gesagt habe, dass wir 10 sind, bin dabei wie immer. Sehr lustig, dass es solche Leute gibt, da freue ich mich besonders. Ich habe die auf jeden Fall jetzt alle eingeladen. Ich muss die Handys noch positionieren. Und wieso kommt heute erst ein Community Raid? Das ist ganz einfach. Wir haben am Wochenende ja die Raids für Zuschauer gepostet von Ho-Oh am Samstag und am Sonntag, jeweils 5-6 Stunden lang, keine Ahnung. Das hat natürlich dann ein bisschen gedauert und deswegen konnte ich Samstag kein Community Raid machen. Normalerweise machen wir das ja immer, wenn der Raid-Boss neu erscheint. Ging sich hier jetzt nicht aus, also habe ich mir gedacht, heute Montag holen wir das noch nach, machen wir noch den Community Raid und morgen gibt es auch gleich den Community Raid mit Genesect. Wie immer gehe ich auch auf mein Go-Tool. Und da können wir uns nochmal die Werte von Ho-Oh angucken, was der 100er Wert ist, 22,07 mit Wetterboost 27,59. Ihr braucht mindestens 2 Leute. Ich habe es mit dem Thomas im Stream ja auch Duo gemacht. Und am besten natürlich Gesteins-Pokémon. Denn es ist vom Typ Feuer, also Gestein ist sehr effektiv. Es ist vom Typ Flug, also Gestein ist sehr effektiv, ist also doppelt, dreifach, vierfach effektiv, wie auch immer. Nehmt also Gesteins-Pokémon. Heute ist der letzte Tag, deswegen heute erster und letzter Community Raid für Ho-Oh. Ich muss die Handys schnell anmachen und es ist 28, halb geht's los. Ich hoffe, alle, die ich einlade, sind auch dabei. Wenn ihr nicht mit dabei seid, ihr wisst, wie es läuft. Die ersten 10 werden genommen. Vielleicht habt ihr morgen bei Genesect ja eher Glück, ab 11, ja ab 10 ist es da, die Eier, die ab 10 erscheinen, um 11 aufgehen, enthalten dann Genesect. Also morgen das ganze Spiel wieder, Genesect Community Raid morgen, jetzt aber erstmal Ho-Oh. So, die Handys sind aufgebaut und alles, wir gehen mal auf die Arena, wir drücken hier auch einfach mal die Pässe alle drauf, hier und da natürlich auch und jetzt ist natürlich wichtig, mit den 2 iPhones, wo ich mir die Namen immer einspeichere, die Leute auch einzuladen. Dafür gehen wir hier überall aber rein, so, dass sie auch alle mitmachen können. Ich habe mir wie immer, wenn ich die Anfragen rausgeschickt habe, wie gesagt, ein Herz an die Nachricht gemacht, dass die Leute wissen, sie haben eine bekommen und dann habe ich mir alle mit Punkt eingespeichert. Paula, Raidboss, Sarina, Matzekin, Jonas, Urinalbecken, Fabi, GW, Keiler, No Knock, Ista, The Tiger King, Uhuwe. Alle 10 sind eingeladen. Ich sehe auch hier überall Terrakium, Regirock, Despota, Geowatz, Terrakium, Regirock, Terrakium, Geowatz, Rameidon. Hier nur Terrakium, der hat wahrscheinlich gar nichts anderes. Hier auch wieder Geowatz dabei, manche sind sogar schon tot. Wir sind aber genügend Leute, das weiß ich jetzt. Auch die Despota, die ihr hier seht, steht ja auch dran. Stein haben natürlich Katapult und Steinkante. Wenn ihr keinen Katapult-Steinkante habt, dann geht halt auf Rihonior. Ihr könnt auch Geowatz trotzdem nehmen oder nehmt irgendwann, ihr könnt sogar Kyokre nehmen als Wasser-Pokémon, könnt dagegen kämpfen, aber trotzdem, ich habe immer meine Despota-Armee genommen mit Katapult-Steinkante, da ging das eigentlich relativ easy. Wir sind auch jetzt 16 Leute, das heißt, es scheinen wohl alle drin zu sein, denn wenn ich 6 Accounts spiele und 10 einlade, müssten das 16 sein. Es steht 16 da, wir können noch mal gucken, ob alle da sind. Paula, Jonas, Sarina, Urinalbecken, Don Pascalo, Der war aber nicht eingeladen, der hat sich reingeschlichen. Uhuw, The Tiger King, Fabi, GW Keiler, No Knock ist da. Ich glaube der Raid-Boss fehlt. Raid-Boss 2014 ist glaube ich nicht drin, das tut mir leid. Ich habe den extra nicht zu Beginn gemacht. Der Raid, der läuft schon einige Zeit, weil gerade zu Beginn geiern die Leute immer an der Arena rum. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich den irgendwann mittendrin mache, kriegt das keiner mit. Vielleicht hätte ich eine private Gruppe machen sollen. Dann wäre dieser Kollege nicht reingekommen, da der jetzt drin ist, der Fremde. Aber dafür wäre natürlich der Raid-Boss reingekommen. Ich will niemanden ausschließen. Aber wenn sich die Leute darauf verlassen, dass sie bei dem Raid dabei sind, ist es halt traurig, wenn irgendein Fremder dann den Platz wegnimmt. Und das dürfte auch jetzt relativ fix gehen. So. Dafür darf der Raid-Boss, wenn er Bedarf hat, sich gerne privat bei mir melden. Da vermittle ich ihm noch einen Raid und werde den noch zuweisen, dass das klappt. Aber ich denke mal, der hat eh schon ein paar gemacht. Falls ihr gestern den Stream nicht gesehen habt, wir haben ja wieder 6 Stunden vermittelt. Ich habe insgesamt, glaube ich, 26 Stück selber auch mitgemacht. Bei den 26 mitgemachten gab es 2 Shinies, aber insgesamt nur 8 XL-Bonbons. Das war eigentlich gar nichts, obwohl ich alle gefangen habe. Jetzt ist es auch schon tot. 22,07 war, glaube ich, der 100er Wert. Wir gucken mal kurz drauf, was die so haben. Ich lese es euch aber vor. Hier sowieso wieder durchdrücken. Vielleicht ist auch irgendwo ein Shiny dabei. Da ist nix, da ist nix. Hier ist ein Shiny drauf. So, 21. Die sind mit... Hä? Ne, die sind nicht mit Wetterboost, die sind normal. Jetzt wollte ich sagen, ach so, 22, genau. Hier ist auf jeden Fall ein Shiny drauf, kann ich euch auch mal zeigen. Das sind sie alle in der Reihe. Hier ist das Shiny, 2174. Ist auch das höchste in der Reihe. Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz, was der Große hat. Dafür drehen wir uns mal um. 18 Bälle haben wir auf jeden Fall. Der Große hat kein Shiny, aber... Ja gut, ist auch ein schlechtes. Leider schlecht. Hätte auch ein gutes sein können, ist es leider nicht. Ich packe euch jetzt nochmal hier hin. Wir fangen das noch in Ruhe. 18 Bälle sind es, wie gesagt. Und tut mir leid an den Raid-Boss 2014. Der wird sicherlich sich zu Wort melden. Wird eine Beschwerde einlegen. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde, keine Ahnung. Hier können wir das mal fangen nebenbei, das Shiny. Das ist ja eh im ersten Ball drin, wenn ihr trefft, ne? Nehmt also immer eine gelbe Beere, wenn ihr legendäre Shinies fangt. Ansonsten hier kann man relativ easy einfach fabelhaft treffen, da der Kreis ja wirklich mega groß ist. Obwohl das Ding natürlich rumzappelt wie sonst was. Da muss man immer aufpassen. Man lässt sich dazu verleiten, einfach drauf zu hauen. Aber meistens in dem Moment, wo man wirft, macht er eine Attacke. Dann klappt es natürlich nicht. Ich habe 3-mal Glück gehabt. Wie gesagt... Ihr könnt ihn auch füttern mit einer Beere, dass er sich gar nicht mehr bewegt. Aber das haben sie, glaube ich, jetzt auch umgeändert. Wenn ihr jetzt wilde Pokémon, normale wilde Pokémon füttert mit einer Sanana-Beere, greifen die gar nicht mehr an. Die sind noch ruhiger als zuvor. Aber bei Raid-Bossen, bei Legendären oder so funktioniert das natürlich nicht. Die sind etwas ruhiger, aber machen trotzdem noch Gehampel. Jetzt habe ich zum Beispiel gar nicht getroffen. Obwohl, was heißt gar nicht? Ich habe getroffen, ja, okay, aber... Es ging ein Stück daneben, keine Ahnung. Wir haben ja noch genügend übrig. Der war wieder drüber. Wir haben immer noch ein paar übrig. Moment. 12, genau. Zack, und wieder drüber. Das wird auch nichts. Aber ich bin guter Dinge. Wir haben genügend Bälle. Die anderen weiß ich gar nicht, ob ich die fangen soll oder nicht. Eigentlich brauche ich sie nicht. Der ist jetzt auf jeden Fall drin. Wir haben sogar einen XL-Bonbon bekommen, haben jetzt 9 Stück insgesamt, das sieht gut aus. Ihr könnt es mal bewerten, damit ihr seht, wie schlecht das ist. 13, 13 und 10 ist das im Endeffekt. Ja, das war der erste und letzte Ho-Oh Community Raid am Montag. Wie gesagt, am Dienstag verschwindet das. Bis 10 Uhr Dienstag könnt ihr das noch raiden. 10 Uhr wechselt das dann kommt aus den Eiern Genesect. Aber denkt dran, die Eier, die vor 10 noch da waren und zum Beispiel 10.30 Uhr aufgehen, haben auch noch Ho-Oh drin. Erst die Eier, die ab 10 erscheinen, sprich ab 11 aufgehen, haben dann Genesect drin. Im Idealfall, vielleicht machen die auch wieder einen Fehler, keine Ahnung. Also ab morgen 11 Uhr Community Raid mit Genesect. Seid dabei, wenn ihr Bock habt, so wie heute. Tragt euch ein im Community-Tab, dafür poste ich das. Ich teile das auch immer bei Telegram, ich teile das bei Discord, dass es jeder mitkriegt. Und dann sehen wir uns morgen. Und denkt dran, Genesect kann nicht shiny sein. Nicht, dass ihr euch wundert, aber das war shiny und... Also bei mir nicht, also bei dem, aber hier nicht. Also egal. Also bis morgen, wir sehen uns. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.